Hallo, ich bin Hauke. Hi, ich bin Jonas. Wir sind von Steinschere W20 und haben euch heute den Feenband Jenseits der Grenzen von Splittermond mitgebracht. Wir haben beide einen. Ja, so gut. Ja, der Feenband beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Feenwelt von Lorakis. Wobei gleich am Anfang klargemacht wird von den Autoren, dass man sich sozusagen das, was man typischerweise mit dem Wort Fee assoziiert, sich erstmal aus dem Kopf streichen sollte. Es dient mehr als Sammelbegriff. Also man muss nicht unbedingt an kleine, niedliche Tinkerbell-Feen mit Flügeln und so denken. Ja, die gibt's auch. Aber es gibt auch nicht so nette Feen. Also insgesamt bedeutet der Begriff eigentlich nur, dass es geht um Bewohner der magischen Domäne in Lorakis. Und teilweise sind die doch recht düster. Genau. Was die Welten angeht, die in dem Band beschrieben sind, sind insgesamt 8 Feenwelten beschrieben, die halt wirklich sehr wenig Disney-haft sind, sondern in erster Linie düster mit viel Gewaltpotenzial, ja, und Ereignissen, Kreaturen, die dann nicht so nett sind zu den Spielercharakteren. Aber das ist nicht das Limit, sondern es wird auch klar gemacht, man kann sich beliebige Welten ausdenken, beliebige Übergänge, beliebige auch Feenwesen überlegen, die dort spielen können und wie es dort aussieht. Das sind halt Beispiele, die es halt definitiv gibt, die sozusagen uns von den Redaktionen von Splittermond an die Hand gegeben werden. Aber es gibt auch jede andere denkbare Weise. Ja, es hat mich teilweise so ein bisschen erinnert an an die Meta-Ebenen von Shadowrun, wo ja auch quasi alles möglich ist. Und so ein bisschen ist es bei den Feenwelten in Splittermond auch. Und ja, wie gesagt, die Beispiel-Feenwelten, die haben es teilweise wirklich in sich. Also ganz speziell eine, da dachte ich wirklich, okay, das hätte jetzt auch von den Kultautoren stammen können, wer sich da noch dran erinnert an das Rollenspiel. Also hat mich überrascht. Also hätte ich so nicht erwartet, finde ich aber gut. Hat auf jeden Fall viel Potenzial für Abenteuerideen. Trotzdem gibt es natürlich auch, ich sag mal, weniger düstere Feenwelten. Also es gibt eine Welt, die quasi so eine Kinderfeenwelt, die erinnert so ein bisschen an Peter Pan. Da sollen Gerüchten zufolge die Kinder hinkommen, wenn sie träumen. Und hat mich auch teilweise ein bisschen an Momo erinnert, weil auch da gibt es Konfliktpotenzial. Da gibt es dann so irgendwie quasi die grauen Männer, also so die Erwachsenen, die dann ganz langweilig sind und immer nur arbeiten und keine Freude mehr im Leben haben. Und sie sind nicht alle komplett düster, aber insgesamt schon, es hat wenig mit fröhlichen Feen zu tun, sondern teilweise auch wirklich viel Düsternis in sich. Es wird auch gleich am Anfang klar gemacht, wie gesagt, Feen, könnte auch Dämonen stehen, war, glaube ich, ein Satz in diesem Band. Also es geht nicht unbedingt um den Menschen wohlgesonnene Wesen. Genau. Zum Buch selbst. Es ist, wie ich finde, wieder sehr gut gelayoutet. Man hat wieder sehr gute Strukturen. Das Ganze ist vollfarbig gedruckt. Die Illustrationen finde ich auch sehr gelungen. Es ist schön strukturiert nach Themen. Bis auf die eine. Die eine Illustration, die dir nicht gefällt. Ja. blenden wir ein. Die ist mir dann einfach zu Disney für den Inhalt. Es geht nicht mal um das Motiv, sondern einfach um den Zeichenstil. Genau, ansonsten haben wir hier wieder eine Feenwesensammlung drin mit Werten, genau, die man einsetzen kann. Ansonsten die schreibenden Texte der Orte haben auch neue Meisterschaften, die man in diesem Zusammenhang einsetzen kann und nutzen kann. Was mich besonders gefreut hat, auch Alchemiker und Zauber. Das ist nur eine Würfeltabelle. Auch schön, aber dass Würfeltabellen drin sind, indem man quasi sich überlegen kann, zufällig, auf was man stößt in einer Welt. Ansonsten
waren auch noch die Mondpfade wieder mit beschrieben, etwas detaillierter, als sie es in der Welt und im Regelwerk gewesen sind. Richtig, auch die Portalgilde wird angesprochen. Auch überhaupt insgesamt, was es mit den Feen so auf sich hat, das ist ja alles so ein bisschen schwammig. Es wird auch nicht komplett geklärt sozusagen, weil es soll ja, ist ja bewusst offen gelassen. Man soll sozusagen alle Möglichkeiten als Spielleiter haben. Was ich in dem Zusammenhang aber ganz schön fand, ist, dass auch bewusst angesprochen wird, dass Feenwelten für Spieler ein bisschen frustrierend sein können, weil da ist ja quasi alles möglich und man weiß nicht so richtig. Und dass da sozusagen schon mal von den Autoren so ein bisschen gegengewirkt wird, so ja, versucht deine Spieler da aber auch mit einzubinden, dass die da auch irgendwie zurechtkommen und nicht einfach nur das Gefühl haben, dem ausgeliefert zu sein. Es gibt auch tatsächlich Regeln, auch für Feenwelten. Also da ist tendenziell zwar alles möglich, aber trotzdem gibt es bestimmte Bereiche mit einer bestimmten Fremdartigkeit und dieser Wert für Fremdartigkeit dient dann dazu, bei diversen Proben was zu berechnen, Abzüge, die man zum Beispiel bekommt. Oder gerade Gnome natürlich bekommen natürlich wieder einen Bonus, weil sie ja aus der Feenwelt eigentlich stammen. Was ich auch schön fand, war diese Idee der Metapher, dass jede Feenwelt quasi eine Metapher bedient und ja, dass dadurch sozusagen dieses ganze Wesen dieser Welt entsteht. Also es gibt zum Beispiel eine Feenwelt, die quasi ist eigentlich nur ein ewiges Schlachtfeld, da geht es um Schlachten und Tod und Zerstörung sozusagen und da gibt es halt diverse Könige oder ja, Heerführer, die immer wieder von Neuem ein Streit entbrennt und immer wieder neue Schlachten entstehen. Und zwischendurch versucht man sich um Frieden zu bemühen, aber es klappt immer nicht. Dazu ist diese Welt verurteilt, weil es einfach, ja, das Wesen dieser Welt ist Schlacht. Und daran orientiert sich sozusagen alles in dieser Welt. Wenn sich das ändern würde, dieser Wesenskern, dann würde diese Welt in sich zusammenfallen, würde wahrscheinlich was Neues entstehen. Überpackte wird auch gesprochen, das fand ich auch ganz interessant, was man auch typischerweise kennt aus so Märchen oder so, dass halt Feen gerne Pakte eingehen, also sie tun etwas für dich, du musst aber dann etwas für sie tun und da sind auch sehr, sehr schöne Ideen, finde ich, drin, so für Bezahlungen, zum Beispiel ein Tag deines Lebens oder so, oder du bekommst ein besonderes Schwert, aber in deinem Leben wird es dreimal einen Moment geben, in dem du einen Schwertstreich ausführst, den du nicht selber kontrollieren kannst. Also da gibt es auch viele nette Abenteuerideen, finde ich einfach. Dafür ist der Band in erster Linie auch gedacht, zumindest habe ich das so empfunden, für den Spielleiter, um dem Möglichkeiten an die Hand zu geben, die Feenwelt glaubhaft und schön ausgestaltet darstellen zu können. Das ist etwas, was für Splittermond nicht unwesentlich ist, dadurch, dass sie halt in die Feenwelt und Feenwesen auch in Lorakis, also in der diesseitigen Domäne von Splittermond, viele auftauchen und Einfluss haben, auch gerade durch die Gnome. Ja. Und für den Spielleiter, der die Feenwelt aktiv einbinden möchte und nicht einfach nur das Mittelalter-Setting nutzen möchte, ist das Buch wirklich gut und fast notwendig. Ja, also ich muss sagen, ich war bei Splittermond, als wir angefangen haben, Splittermond zu spielen, war ich so ein bisschen kritisch, was die Feenwelt anging. Gerade weil es mich so ein bisschen, es war mir zu vage und ich hatte da mit zu bunte Gedanken im Kopf, glaube ich, wenn ich an Feen gedacht habe. Ich muss sagen, nach dem Band geht mir das jetzt anders, weil ja, es sind auch bunte Dinge drin, aber es ist alles sehr stimmungsvoll beschrieben und bietet viel Potenzial, auch für sehr düstere Abenteuer, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und auch überhaupt so die Feenbeschreibung in verschiedenen Regionen, auch wie die Menschen damit umgehen mit den Feen. Da gibt es ganz, ganz tolle Ideen, die einfach so sehr viel Fluff bieten. Also zum Beispiel, wenn man sich ein neues Haus baut und man steckt dann erstmal den Grundriss ab, dass man dann ab dem Moment nur noch durch die Eingänge des späteren Hauses auch diesen Abschnitt oder dieses Areal betreten darf, weil sonst ist so der Aberglaube, ob das stimmt, ist halt dahingestellt, dass man sonst Türen in das Haus für Feen später quasi Portale erstellt in die Feenwelt und so weiter. Oder dass man irgendwie gesüßte Milch draußen stehen lässt für irgendwelche Feen, damit die Ernte irgendwie besser wird oder so. Also sowas finde ich ist alles sind sehr stimmungsvolle Ideen, die die Welt einfach noch lebendiger wirken lassen. Genau, also alles in allem finde ich ein sehr gelungenes Buch. Hat mir Spaß gemacht zu lesen. Mhm. Jeder entwickelt meistens seine eigene Lieblingswelt sozusagen. Ja. Mir persönlich hat die Welt der Urgnome sehr, sehr gut gefallen. Da konnte ich mich
vor allem als, dass ich auch gerne Gnome als Spielerrasse gerne mag, sehr gut mit, mit beschäftigen. Mhm. Viel Spaß gemacht. Ja, also ich denke, da ist für jeden was dabei und für einen Spielleiter, der irgendwie was mit Feen machen möchte, also in eine Feenwelt oder wenn es um eine Portalreise ausgespielt werden soll, also über einen Mondfahrt, dann ist es, glaube ich, ist das Buch eigentlich unumgänglich, würde ich behaupten. Ja. Habt ihr das Buch? Welche Feenwelt hat euch am besten gefallen? Kommentiert, liked, teilt. Gut. Dann, ja. Bis denn. Bis denn.